Servus zusammen bei Gipfelschluck, heute mit einer Tagestour in der Nähe von Chamonix. Es geht auf den Mont Boracay, ganz nah dran am monumentalen Mont Blanc Massiv. Schaut es euch an, los geht's! Unser Zielgebiet befindet sich südwestlich von Chamonix. Zum Gipfel des Mont Blanc, höchster Berg der Alpen, sind es nur wenige Kilometer. Wir starten unsere Tour im kleinen Ort Le Champel. Erster Wegpunkt ist der Viewpoint auf einer kleinen Hängebrücke. Danach geht es steil hinauf zum Col de Tricot, wovon wir natürlich den Abstecher zum Gipfel mitnehmen. Im Anschluss geht es steil hinunter mit ein paar ausgesetzten Stellen zu den Chalets de Miage, bevor es zurück zum Ausgangspunkt geht. Los geht's mit Freude auf den ersten Wegabschnitt, 700 Höhenmeter bis zur Hängebrücke, auf einfachen Waldwegen mit vereinzelten Blicken Richtung Mont Blanc Massiv. Die Brücke über den Gletscherbach des Glacier de Bionassé bietet einen wunderbaren Fernblick, aber auch Sicht auf die nahen Gipfel der Aiguille de Goûté und der Aiguille de Bionassé knapp über bzw. knapp unter 4000 Meter. Bei genauem Hinsehen erkennt man auch die Trasse der Zahnradbahn Tramway du Mont Blanc. Ursprünglich bis zum Mont Blanc Gipfel geplant, endet dies in der Nähe des Glacier de Bionassé auf 2372 Metern. Von der Brücke sind es gut 500 Höhenmeter bis zum Col de Tricot, wovon wir natürlich den Abstecher mit 200 weiteren Höhenmeter zum leicht verschneiten Gipfel in Kauf nehmen. 2299 Meter, wunderbarer Ort für einen Gipfelschluck. On est en France, ainsi la pastis, santé. Nach dem Gipfel geht es vom Col steil hinunter mit ein paar ausgesetzten Stellen zu dem Chalet de Miage, imposante Szenerie etwa 2000 Meter unterhalb, der Gipfel der Dom de Miage, wunderbare Einkehrmöglichkeit, sofern geöffnet, vielleicht habt ihr da mehr Glück wie wir. Bevor es nun unterhalb der Baumgrenze zurück zum Ausgangspunkt Le Champel geht. So, das war's. Kleines Fazit. Mitbringen für die Tour müsst ihr auf jeden Fall Kondition, etwas Trittsicherheit. Dafür bekommt ihr wunderbare Fernsicht und imposanter Nahblick aufs Mont Blanc Massiv. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne den Daumen nach oben oder auch einen Kommentar. Abonniert den Channel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.